Jedenfalls egal. Da war der Jan, Jens Vogt und alle Leute waren da bei uns. Der Bernhard Baldinger war damals Trainer bei Heinrich Schmidt. Genau. Noch, ja. Und so hat eigentlich Jan noch Merdingen gefunden über den Dirk Baldinger. Und so hat eigentlich die ganze Geschichte in Merdingen mit ihr angefangen. Ja. Und das war eigentlich gewaltig, wie damals, wenn man überlegt, dass man keine Profis gehabt hat, oder? Da waren vielleicht 3 oder 4 Profis in Deutschland und sonst niemand. Ja. Und so ist eigentlich erstmals, wo man diese Bundesligamannschaft einführt hat, hat es erstmal dann zu anfangen mit Profimannschaften. Ja. Und ich habe ja schon immer gesagt, eigentlich, ihr kennt mein Slogan immer wieder, was die Jungs und gerade Jan vor allen Dingen im Vordergrund in 10 Jahren aufgebaut haben, haben die Herren in 10 Jahren einfach in 10 Tagen gerade kaputt gemacht. Ja. Und die Zeit damals. Ja, wir haben es ja nicht ganz kaputt gemacht, sitzt ja hier. Leider, ich weiß, wir wissen alle, was du meinst. Ja, und das war eigentlich, ich muss sagen, ich bin selber auch Radfahrer, ich war nie ein Profi, ich war ein normaler Radfahrer. Und das war eigentlich für mich das Highlight überhaupt, wenn man solche Jungs sieht wie den Jan. Wenn ich dran denke, Adi Peschel, der war schon bei mir im Trainingslager, wo er noch Amateurfahrer war. Da hätte ich überhaupt gar nicht vorstellen, dass es Profi gibt, ja, sowas, so ein Ausmaß, wie das man hinterher ausgenommen hat oder zugenommen hat, war unvorstellbar, für mich gar nicht. Ich habe ja überhaupt gewusst, dass das Weltinteresse überhaupt so groß kann werden. Ja. Das war für mich unmöglich, oder? Ja, und dann, wie gesagt, ich habe es gerade vor am Tisch miteinander diskutiert, oder? Mit der zugezogenen Handbremse, ich weiß noch, dein Trainer Peter Begerton in nach Merdingen komisch. Wo er dann mal, wo er mit ihr getrainiert hat, geht er zur Tour de France. Ja, jetzt geht er zur Tour de France, aber dass da sowas rauskommt, hätte ich in meinem Leben nie gedacht, oder? Plötzlich fährt der Jan auf den 2. Platz vor. Man hat gesehen, wie gesagt, mit zugezogener Handbremse fährt er da hinterher. Ich weiß, dass er nicht mit mir einverstanden ist, aber das war die Stallorder und das ist wieder dein großes Plus, wo du, glaube ich, dazu gewonnen hast. Ja, wir haben da eben gerade. Er meinte die 96er Tour mit Björn Ries und genau. Das ist nicht mit Handbremse, sondern das ist so, wie es heute eigentlich noch normalerweise üblich sein müsste, aber früher eigentlich aus Respekt und ganz normal war, dass der Lehrling nicht gleich Meister werden kann. Und der Meister, der fällt nicht vom Himmel und der Lehrling kann auch nicht gleich innerhalb von kürzester Zeit Meister werden. Deswegen ist einfach Stallorder, das war auch für mich einfach ein wichtiger Weg zu lernen von Björn Ries und einfach auch zu helfen. Weil auch wenn ich jetzt besser gewesen wäre, das ist einfach, das gehört sich nicht. Respekt irgendwo auch ist da und ich bin eingesetzt vom Team und das war für mich auch nicht mit angezogener Handbremse, sondern ich war froh, dass ich das Team helfen konnte und dann auch Platz 2 natürlich noch glücklich auch für mich gewesen, aber wir hatten zum ersten Mal überhaupt in einem deutschen Team einen Tour de France-Sieger mit Björn Ries und das war, glaube ich, ganz gut. Ja, das war doch super, oder? Ja, das ist eigentlich, sage ich auch, das sieht man auch, das ist auch das, was für mich immer den Jan ausgezeichnet hat. Er hat sich untergeordnet, er hat noch nie abgehoben, also solange ich kenne und wo ich mit ihm zusammen war, hat er noch nie abgehoben. Das ist eigentlich immer das Große, für mich war es immer das Denkmal, ja, sage ich mal. Ja. Das war einfach so ein Kerl, wo wir in Deutschland haben, so einer wächst nicht mehr so schnell noch. Also ich sage es jetzt auf Merdingisch, ja. so schnell kommt die mir an, ja, die wachsen nicht an den Bäumen, sondern die sind ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen haben wir auch schon viel mal gesagt, auch die 10 Jahre, wenn ich jetzt mal einen schnellen Flug mache, ja, was wir in den 10 Jahren erlebt haben mit Jan Ullrich, nicht nur mit Jan Ullrich, sondern überhaupt mit der ganzen Fangemeinde, mit allen Fans, die an der Strecke stehen, egal ob er in der Pyrenäe war, ob er in der Alpe war oder in Barcelona oder in Verona, Weltmeisterschaft, ja, da war mir einfach jemand und mir hat keine 1000 Polizisten gebraucht, die Prügel auseinanderhalten, sondern einfach, wir sind zusammengestanden, haben ein Glas Wein getrunken, ein Glas Sekt getrunken und die Sache war okay, ja. Egal wer gewonnen hat, wer verloren hat, das war einfach immer ein Wahnsinn, ja, und
Ja, das muss ich auch immer wieder in meine Fans sagen. Ich habe zwar auch immer gesagt, wenn einer auffällt, fährt er nicht mehr mit. Ich habe auch immer gesagt, wenn einer neben Jan herrennt mit so einer blöden Fahne und meint, er muss ihn wieder hochschieben, der läuft von dem Berg heim. Das habe ich immer gesagt. So eine Scheiße brauchen wir nicht. Der Jan weiß, dass wir da sind, aber sowas. Aber ich muss sagen, die Disziplin unter den Fans ist unglaublich. Und, die Disziplin, sondern die Fairness. Auch. Die Fairness, ja. Fairness und auch Radsport ist nach wie vor, stehe ich nach wie vor noch, ist eine große Familie und da ist auch die Fairness und nicht nur unter den Sportlern, sondern auch unter den Fans. Und das ist das Schöne, wenn man wieder jetzt in England spielt, gegen Deutschland sieht, wie viel Schläge reinkommen und die nur Ärger wollen und so, dann bin ich doch wirklich so stolz und glücklich auch über die Radsportfans, die sich zu Millionen an den Strecken treffen und gemeinsam in allen Sprachen aus allen Nationen und dann gemeinsam irgendwie nicht nur ein Wasser trinken, auch mal ein Rotwein oder irgendwas und auch miteinander zelten oder da übernachten oder was auch immer und so viele Tage auch verbringen und das ist auch das ist glaube ich auch das Schöne daran, ne? Also ich habe das ja immer gesagt und das ist du kriegst ja nichts dafür, du reist da lange an, du musst Urlaub nehmen und so, du kriegst nicht dafür irgendwas Geldmäßiges oder keine Ahnung oder Prestige oder so, sondern du kriegst was fürs Herz. Und das ist, glaube ich, das Beste. Jawohl, genau.